Kapitel 6. Erste Spuren der Zerstörung. Die Nacht war bereits lange hereingebrochen und der Mond stand hoch am Himmel. Wolken zeigte die Nacht nicht auf. Beinahe alle waren bereits am Schlafen. Vin, Jason und Mira lagen alle um das kleine Lagerfeuer herum und waren bereits weggedöst. Mir schwirrten aber immer noch zu viele Gedanken im Kopf herum. Und auch Rondo war noch wach, jedoch bezweifelte ich auch, dass dieses eigenartige Wesen jemals schlief. Er aß nicht, trank nicht, schlief nicht. Es war eindeutig kein normales Lebewesen. Aber was genau? Ich wusste nicht, ob ich es je wissen würde. Aber wenn dann, nur dadurch ihn zu fragen. Sag mal, Rondo, was bist du eigentlich? Wie, was ich bin? Was meinst du denn damit jetzt? Naja, du bist ja eindeutig weder ein Mensch noch ein Tier, also... Was bist du? Wieder verursachte das schmetterlingsartige Wesen ein eigenartiges Gefühl in mir. Es war, als würde es versuchen zu lachen, es allerdings einfach nicht schaffen, da er nun einmal war, wie er war. Ich glaube, du solltest dich wieder schlafen legen, Rubin. Das beantwortet meine Frage nicht. Der Wink mit dem Zaunpfahl ist aber mehr als eindeutig. Es gibt Dinge, die man nicht wissen muss oder kann. Aber dass du bei so etwas nicht schnell Ruhe gibst, weiß ich ja ohnehin schon. Wieder fielen mir die Dinge ein, die Rondo alle gesagt hatte, kurz nachdem er wieder erwacht war. Er kannte mich erstaunlich gut, gefühlt besser als ich selber. Wenn ich ihn irgendwann darüber ausfragen wollte, dann wäre jetzt wohl der richtige Zeitpunkt. Und woher? Woher weißt du all diese Dinge über mich? Wieder das eigenartige, lachende Gefühl. Ob ich dir das heute schon erzählen sollte? Ich denke, das ist eine Sache für einen anderen Tag. Aber wenn du dir selber den Kopf darüber zerbrechen möchtest, dann denk doch noch einmal darüber nach, was ich schon sagte. Wir kennen uns von vor meiner Versiegelung. Wir haben uns vor mehr als 100 Jahren kennengelernt. Meine Gedanken schwankten zwischen zwei Seiten. Einerseits fragte ich mich, wie zur Hölle das sein konnte. Wölfe wurden im besten Fall rund 12 Jahre alt und ich war gerade 6 Jahre. Da konnte ich ja schwerlich vor mehr als 100 Jahren schon gelebt haben. Allerdings fragte ich mich aber auch, weshalb Rondo über so etwas lügen sollte. Und es würde auch erklären, woher sein Wissen über mich kam. Wenn ich damals schon irgendwie gelebt und ihn getroffen hatte und danach mein Gedächtnis verloren hatte. Es war einfach ein Konflikt, den ich ohne weiteres Wissen nicht lösen konnte. Tja, nun bist du in einer ganz schönen Zwickmühle, nicht? Das ist es, was geschieht, wenn man einem Wesen wie mir solche Fragen stellt. Aber eines Tages wirst du es verstehen. Spätestens, wenn der Gott der Harmonie zurückkehrt. Das verspreche ich dir. Doch bis dahin gibt es ohnehin andere Dinge, auf die du dich konzentrieren solltest. Denkst du nicht? Ehrlich gesagt war mir nicht ganz klar, worauf er anspielen wollte. Seien wir ehrlich, Rubin. Dieses Team, welches langsam beginnt, eine Form anzunehmen, wird von dir geführt werden müssen. Du spürst es selber, nicht? Wir beide wissen, dass ich kein geeigneter Anführer für diese Gruppe bin. Wenn ich alleine für das Ziel existiere, es ist deine Aufgabe, der du folgen wirst, ob du selber es aktiv bemerkst oder nicht. Und glaube mir, es wird keine leichte Aufgabe werden. Ehrlich gesagt hatte ich nicht offiziell gesehen, dass ich diese Gruppe anführen würde, doch ich hatte damit bereits gerechnet, dass ich es inoffiziell tun würde. Wie schwer diese Aufgabe allerdings werden würde, stand für mich in den Sternen. Es hing einzig und allein davon ab, wie kooperativ und freundlich all die kommenden Begleiter werden würden. Doch Rondos Aussage hierüber half mir nicht gerade optimistisch zu bleiben. Genau kenne ich sie nicht, Alaba. Ich rechne stark damit, dass manche von ihnen durchaus eigensinnig und starkköpfig werden. Und ich würde an deiner Stelle gar nicht versuchen, dich mit ihnen allen anzufreunden. Es wird dir nicht gelingen. Glaube nicht, dass du so viel Glück wie mit den bisherigen beiden haben wirst. Auch wenn ich glaube, dass Mira durchaus noch für Probleme sorgen könnte. Mira, das glaube ich nicht. Sie wirkt sehr zuvorkommend, auch wenn sie etwas Zeit braucht, um sich zu öffnen.
Du meinst wohl, sie bereits sehr gut zu kennen, nicht? Nun, ich habe zumindest das Gefühl, dass ich sie besser verstehe als die anderen in der Gruppe. Und ich weiß genau, worauf du hinaus willst, Rondo. Du weißt, wie der Lebensstil von vielen Tieren aussieht. Sie wird sehr wahrscheinlich meine Partnerin werden, das wissen wir beide. Ja, denn so ist es das Leben eines Wolfes. Ihr könnt nicht wissen, ob ihr jemals wieder einen Artgenossen trefft. Somit habt ihr vielleicht nur diese eine Chance. Es kann wirklich eine schwierige Wahl sein. Aber ich merke noch, bist du optimistisch, dass ihr beiden gut auskommen werdet, nicht? Und keine Sorge, ich zweifle gar nicht daran. Nur, hast du schon einmal überlegt, wie sie zu deinem besten Freund stehen könnte? Und er zu ihr? Denkst du nicht, dass es vielleicht Komplikationen geben könnte? Darüber, was geschah, wenn Mira herausfand, dass Jason ein Mensch war, hatte ich mir bereits Gedanken gemacht. Allerdings verstand ich nicht, wieso Rondo dachte, dass Jason auch etwas gegen sie haben könnte. Ja, sie hegte eine Abscheu gegen Menschen, doch wenn einer von ihnen dies verstehen würde, dann wäre das doch wohl Jason. Niemals würde er sie deswegen verurteilen. Ich werde mich darum kümmern, sobald Mira die Wahrheit erfährt. Bis dahin. Jedoch wurde ich unsanft von einem unerwarteten Ereignis unterbrochen. Wie aus dem Nichts begann der Himmel in Flammen zu stehen. Eine Art Welle aus Feuer breitete sich überall aus. Wie eine zerstörerische Schockwelle passierte sie auch uns. Richtete mir gegenüber glücklicherweise nicht wirklich etwas aus. Auch Rondo wirkte relativ unangetastet. Sofort darauf normalisierte sich der Himmel wieder und ich hörte panische Stimmen in unserem Zweiglager. Dieses Phänomen hatte natürlich auch meine Freunde geweckt und ihnen vermutlich nicht gerade gut getan. Gerade Jason und vor allem Mira hatten vermutlich durch die plötzliche Hitze sehr gelitten. Ich sah es als meine Aufgabe, gerade wenn ich diese Gruppe wirklich anführen sollte, sofort nachzusehen, ob es allen gut ging. Im Lager an sich waren einige Zweige durcheinander gewirbelt, ein paar vereinzelte Glüten leicht. Vin und Jason schien es recht gut zu gehen, Mira hingegen sah etwas mitgenommen aus. Ist alles in Ordnung bei euch? Ist jemand ernsthaft zu Schaden gekommen? Keine Sorge, es geht schon. Diese Scheißhitze ist einfach nicht sonderlich angenehm. Ich erkannte eindeutig, dass sie sich ein paar kleinere Verbrennungen zugezogen hatte, kam aber nicht einmal dazu, sie darauf anzusprechen, bevor Rondo das Wort an sich riss. Das ist es, wofür ihr kämpft. Ihr habt es gespürt. Die Hitze, den Zorn der Sonne. Dieser Sonnensturm war ein Vorbote der ewigen Nacht. Die Sonne leidet, da die Harmonie schwindet. Ihr Leid wächst und brachte diesen Sturm. Und mehr Zerstörung wird folgen, wenn der Gott der Harmonie nicht wiederkehrt. Seht ihr nun, wofür ihr kämpft. Das hier war der Anfang der Zerstörung, die drohte. Sollten wir unsere Mission nicht erfüllen. Es war nur ein erster Schritt. Und bereits dieser war zerstörerisch gewesen. Gerade ein Blick auf Mira zeigt es mir erneut. Wir waren diejenigen, die diese Welt retten konnten. Wir würden alles geben, damit die Sonne nicht erlöschen würde. Und an der Spitze dieser Gruppe sollte ich stehen. Und im Namen aller, die ich kannte, war ich bereit für diese große Aufgabe. Auch wenn die Nacht noch nicht zu Ende war, war an Schlaf nun nicht mehr zu denken, egal wie anstrengend der Vortag gewesen war. Also sind alle bereit weiterzureisen. Niemand wollte Einspruch einlegen. Sie dachten alle dasselbe wie ich. Wenn auf so einer Reise erst wirklich klar war, wofür man kämpft, dann schwinden Zweifel und Schmerzen schneller als die Funken unseres Feuers im Wind. Das nächste Ziel sollte die Brücke zum Plateau werden, damit wir auf der anderen Seite wohl unseren nächsten Begleiter oder unsere nächste Begleiterin treffen würden. Da keiner von uns wirklich wusste, wo lang wir zur Brücke reisen mussten, ließen wir Mira den Vortritt, die diesen Wald besser kannte als jeder andere. Wie sie bereits angekündigt hatte, folgten wir dem Weg gerade weiter in die Richtung, welche wir bereits am Vortag eingeschlagen hatten. Auch wenn es mich ehrlich gesagt überraschte, da ich bereits seit Ewigkeiten kein Auge zugemacht hatte, war ich selber sehr energetisch. Weniger konnte man dies über Jason und Vin behaupten.
Mira selber wirkte auch nicht sonderlich ausgeschlafen, jedoch fest entschlossen, diese Reise zu bestreiten. Und Rondo war nun einmal er selber. Nach rund 2 Stunden Laufzeit begann der Wald langsam sich endlich zu lichten. Die ersten Sonnenstrahlen des Sonnenaufgangs schienen nun wieder durch die Wipfel hindurch und trafen den Boden zu unseren Füßen. Eine angenehme Wärme ging von ihnen aus, auch wenn ich nicht den Eindruck hatte, dass Mira sie genauso angenehm fand wie ich. Gerade nach der unschönen Überraschung letzte Nacht hatte sie verständlicherweise erst einmal genug von Wärme jeglicher Form. Allerdings wusste ich schon, dass wir auf unserer Reise nicht nur an sonderlich kühle Orte gelangen würden, aber ich war optimistisch, dass sie sich daran gewöhnen würde, genauso wie wir alle. Langsam schwanden im Verlauf unserer Reise auch die Bäume und unser Sichtfeld wurde weiter. Der Wald würde bald zu Ende sein und dann war es nicht mehr weit bis zur Brücke. Wir alle waren Mira stumm gefolgt bis zu diesem Punkt. Zum ersten Mal, seitdem wir sie kennengelernt hatten, sprach Jason wieder direkte Worte mit mir. Rubin, können wir kurz reden? Klar, worum geht es denn? Rondo hatte zwar bereits derartige Andeutungen gemacht, doch es schockierte mich, dass es tatsächlich wahr zu sein schien und vor allem, dass es so schnell geschah. Glaubst du wirklich, wir sollten ihr so blind folgen? Sie könnte uns in eine Falle führen, wir kennen sie nicht. Sag mal, bist du bescheuert geworden? Jason, wenn wir diese Mission bestehen wollen, müssen wir als Team zusammenstehen. Und Mira hat keinen Grund, uns irgendwas Schlechtes zu wollen. Bei Vin hast du ja auch nicht so gezweifelt. Doch Jason blieb leider verständnislos. Natürlich habe ich an ihm nicht gezweifelt. Er war ja auch offenherzig und freundlich. Anders als Mira. Sie versteckt doch offensichtlich etwas. Und das ist ihr Recht. Hast du keine Geheimnisse oder was? Seit wann bist du so misstrauisch gegenüber anderen, weil sie deine Spezies hasst? Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich der Letzte bin, der damit Probleme hat, aber sie wirkt einfach nicht vertrauenswürdig. Merkst du das denn nicht? Es war klar, dass wir diese Debatte noch endlos lang weiterführen könnten. Allerdings würde nichts dabei herauskommen. Also, du wirst keine andere Wahl haben, als ihr zu trauen, wenn dir etwas daran liegt, dass so etwas wie heute Nacht nicht zur Regel wird. Es wirkte so, als würde Jason etwas erwidern wollen, jedoch wurde er unterbrochen. Von der Stimme der Besprochenen. Verdammt, wir hätten schneller sein müssen. Den Blick nun nach vorne gerichtet, sah ich, dass wir an einer großen Schlucht angekommen waren. Doch gleichzeitig sah ich, dass ein glühendes Seil an der Kante herunterhing. Reste einer Brücke. Sie hatte den Sturm neulich sogar überstanden. Nicht jedoch den Sonnensturm diese Nacht. Wir werden also einen Umweg gehen müssen. Eine Woche hieß es. Das war es, was Rondo gestern erzählt hatte. Ein riesiger Umweg stand uns bevor und das gerade jetzt, wo wir alle so schnell wie möglich reisen wollten. Soll ich nicht vielleicht doch versuchen, eine Brücke zu erschaffen? Aus gerade auch noch heißem Fels, das ist verlorene Liebesmühe, Jason. Wir müssen einen anderen Weg suchen. Aber, kein Aber, wir haben jetzt keine Zeit für derartige Experimente. Ich wusste durchaus, dass Jason diese Aussage nicht gerade positiv aufnehmen würde, aber in diesem Moment war es mir jedoch relativ egal. Ich war ohnehin frustriert, dass er so misstrauisch war, ohne jeglich logischen Grund. Deshalb interessierte es mich gerade ehrlich gesagt wenig, wie er sich fühlte. Also dann, Mira, zeig uns den langen Weg. Kurz atmete sie durch und ich dachte, sie würde zögern. Doch anschließend war sie schnell bereit. Gut, dann folgt mir. Wir sollten uns wohl etwas beeilen. Dass sie recht hatte, wussten wir alle. Die Reise verlief wahrlich nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Aber wie sehr die Dinge noch aus dem Ruder laufen würden,